Und ihrem tosenden Beifall genauso wundervoll, genauso wunderschön. Hazel Brugger, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ja, ich hoffe, Ihnen hat der Auftritt von Felix gefallen. Also es ist einfach immer, man würde ja denken, dass wir jetzt so Konkurrenten sind und dass es jetzt für mich besser wäre, wenn er so mega abkackt und sie sich denken, ah, was ist da passiert? Aber für mich ist es eigentlich besser, wenn sie schon guter Dinge sind. Also wenn sie so einen hochtraumatischen Auftritt vor mir erlebt haben, dann muss ich sie ja erstmal so aufräumen und das ist immer sehr anstrengend. Also wenn sie jetzt alle rausgefunden hätten, zum Beispiel, dass sie seit 6 Jahren betrogen werden, aber sie sind erst seit 4 Jahren zusammen. Sie sind einfach so hässlich, dass man sie 2 Jahre lang präventiv betrügen musste. Das wäre ganz schlimm. Dann müsste ich jetzt mit so einer negativen Energie auf der Bühne weitermachen. Also das klingt ein bisschen esoterisch. Ich bin nicht esoterisch. Ich glaube einfach, dass es Unglück bringt, dass, wenn man nicht betont, dass man nicht esoterisch ist. Aber das ist so, wenn das, was vor Ihnen auf der Bühne passiert, wenn das mega schlecht ist, das können Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie mit einer großen Gruppe Leute Lift fahren und der eine, kurz bevor er aus dem Lift raussteigt, furzt noch schnell rein. Dann müssen Sie alle mit diesem Stinklift weiterfahren und vor allem allen, die neu dazukommen, erklären, dass das nicht Sie waren. Und voll mühsam. Deswegen finde ich es immer gut, wenn das, was vor mir passiert, auch cool ist. Jetzt ist ja die Frage, was machen wir hier? Also was ist das genau? Sie alle schauen in eine Richtung, ich schaue in die andere Richtung. Wer von uns schaut in die falsche Richtung? Rein quantitativ haben natürlich Sie recht. Andererseits kriege ich Geld. Also, bisschen eine komische Situation. Warum gibt es überhaupt Kultur? Niemand braucht das. Niemand braucht einen Poetry Slam. Also es bricht kein Krieg aus und dann sagt der Präsident, ah, jetzt ein Poetry Slam. Sondern Kulturveranstaltungen gibt es nur, um davon abzulenken, dass man alles, was man hat, das, was man braucht, hat man schon. Deswegen kann man anfangen, unnötigen Scheiß zu machen. Das ist Kultur und das ist was wahnsinnig Schönes. Also Kultur gibt es nur, weil wir uns für 2 Stunden lang davon ablenken wollen, dass wir eigentlich sterben. Und das machen Sie gerade hier. Also Sie haben Eintritt bezahlt, dass Sie ein bisschen dümmer werden für ein paar Stunden, damit Sie sich nicht an Ihre Sterblichkeit erinnern. Und vielleicht ist ja Sterben mega scheiße. Das kann ja sein. Deswegen trete ich auf, weil ich ein bisschen Angst vor dem Tod habe. Ich habe Angst, dass ich tot bin und dann merke, oh shit, ich hätte mit 14 nicht cool sein sollen, sondern mich doch konfirmieren lassen. Und vielleicht ist Todsein mega anstrengend. Also dann stirbt man so und dann wacht man auf, ist in einer Turnhalle und es kommt ein dicker, dicker Mann auf einen zu, in einer viel zu engen Fahrradhose, schaut einen an und sagt, hallo, ich bin der Ralf und das ist der Himmel. Das kann sein. Es kann sein, dass das passiert und dann würde ich mich ja ärgern, dass ich nicht auf der Welt alles gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat und dass ich irgendwas gemacht habe, das, was von mir übrig bleibt. Und deswegen ist die Art aufzutreten, das ist so mein Versuch, ein Denkmal von mir zu hinterlassen. Sehr kümmerlicher Versuch, aber irgendwo muss man ja anfangen, immerhin sitze ich nicht im Dreck. Also von dem her... Und was ich jetzt ganz schlimm fände, ist, wenn Sie so damit beschäftigt wären, hier zu sein. Sie sind so da, weil Sie einfach so einmal im Jahr was erleben. Und deswegen sind Sie so da, dass Sie gar nicht wissen, wie Sie es finden sollen. Also Sie sind einfach in the moment. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne sagen, wie Sie es finden sollen. Ich habe eine kleine Rezension von meinem Auftritt mitgebracht. Mir ist einfach aufgefallen, dass viele Leute zunehmend nicht mehr Meinungen haben können zu Live-Veranstaltungen, weil man immer dazu gezwungen wird, noch eine Meinung abzugeben zu irgendeinem Produkt, das man konsumiert. Also vor 4 Jahren konnte man einfach noch Bahn fahren und das war's. Also vor 4 Jahren habe ich mir ein Ticket gekauft von Zürich nach Köln und dann war's das. Ende der Transaktion. Heute kaufe ich mir ein Ticket von Zürich nach Köln online, weil ich spreche sicher nicht mit irgendeinem Fremden am Schalter. Und dann kaufe ich mir dieses Ticket und nachher ist die Transaktion nicht vorbei. Dann fängt die erst richtig an. Das heißt Kundenbindung, das heißt, ich werde von der Deutschen Bahn per E-Mail belästigt in 48.000 verschiedenen Nachrichten. Sie fragen mich dann noch, wie fanden Sie denn Ihre Fahrt von Zürich nach Köln?
Wie fanden Sie denn unsere Umfrage zu Ihrer Fahrt von Zürich nach Köln? Und es hört nie auf. Und ich habe keine Meinung zu einer Bahnfahrt. Es ist mir so egal. Ich fahre ja auch nicht Bahn, weil ich gerne Bahn fahre. Es gibt vielleicht deutschlandweit 5 Leute, die gerne Bahn fahren. Das sind so diese Mit-50er mit so einem schrägen Kopf, wo man nicht weiß, so ist er mega intelligent und früh pensioniert oder ist er aus einer Werkstatt ausgebrochen. Und die haben dann so eine Bahncard 100 um den Hals gebunden und laufen mit so einem Papp-ICE-Waggon rum, wo Chicken Nuggets drin sind. Also einfach so ganz komische Leute und für die ist das ein Erlebnis und das will ich denen ja nicht kaputt machen, aber mir ist es egal. Ich habe keine Erwartungen und also auch keine Meinung zu einer Bahnfahrt. Also wenn ich von Zürich nach Köln fahre, dann erwarte ich einfach, dass ich irgendwo in der Nähe von Zürich einsteige. Maximal Schritttempo sollte der Zug dann haben. Und dann möchte ich gerne in einer ähnlichen Jahreszeit, nicht in derselben Jahreszeit, in einer ähnlichen Jahreszeit. Einfach, dass ich meinen Fashion Sense nicht komplett überdenken muss während der Fahrt. In einer ähnlichen Jahreszeit in der Nähe von Köln, zwischen Warschau und Bilbao. Irgendwo in der Nähe von Köln aussteigen und nicht AIDS haben. So. Und ich erwarte nicht mal, dass ich am Schluss nicht AIDS habe, wenn ich am Anfang, wenn ich einsteige, schon AIDS habe. Also ich erwarte keinen Heilungsprozess. Ich erwarte einfach keinen drastischen Verschlechterungsprozess von meinem Autoimmunsystem während einer Bahnfahrt. Und das versteht die Deutsche Bahn nicht. Und deswegen finde ich es... Deswegen finde ich es zunehmend schwieriger, Meinungen zu haben. Das ist ja auch en vogue, dass man Meinungen hat. So die ganzen Gutmenschen rennen rum und haben dann so irgendwelche Meinungen. So, es ist keine Meinung, dass man Flüchtlinge nicht verprügelt. Es ist einfach normal. Und auch, dass die Leute sich so einen runterholen drauf, wie moralisch sie sind. Also ich finde das immer ein bisschen, ich bin skeptisch gegenüber sehr, sehr guten Menschen. Im besten Fall sind gute Menschen naiv. Im schlimmsten Fall sind sie absolut pervers. Also Mutter Teresa zum Beispiel, keine Ahnung, ob die ein guter Mensch war. Vielleicht war das einfach ihr Fetisch. Vielleicht hat sie gerne Leute gepflegt. Sie wurde von der Kirche dazu gezwungen, im Zölibat zu leben. Vielleicht fand sie das einfach geil, so zu kranken Leuten zu gehen und zu sagen, ah ja, ich wasch dich, bis du glänzt. Und deswegen finde ich nicht, dass man einfach so rumrennen sollte und sagen soll, wie toll man ist. Ich habe auch privat 3 Meinungen, glaube ich. Erstens finde ich, wenn 2 Leute streiten, sollte aus Prinzip die Person den Streit verlieren, die als erstes anfängt zu schreien. Dann zweite Meinung ist, man sollte immer wissen, dass jede andere Person irgendwas weiß, das man selber nicht weiß. Kann ja sein, dass das falsch ist, was die weiß, aber keine Ahnung, in ihrem Kopf ist es halt richtig. Und das ist die zweite Meinung. Die dritte Meinung ist, Männer mit gezupften Augenbrauen sehen scheiße aus. Das tut mir leid, dass ich das jetzt so öffentlich sage, Felix Lobrecht, aber wenn ich einen Penis hätte, würde der so aussehen wie Felix Lobrecht. Also so mittel. Und jetzt möchte ich gerne die Rezension vorlesen von meinem Auftritt. Also ich habe das selber geschrieben, muss ich sagen, aber ich habe gedacht, wer ist näher dran als ich. Und was sehr oft nach meinen Auftritten kritisiert wird, ist, die Leute kommen dann zu mir und sagen, ja, es war sehr interessant. Also meistens reden sie so, aber manchmal auch normal. Es war sehr interessant, aber es ist sehr schwierig, ihrem Auftritt intellektuellen Gehalt abzugewinnen, wenn sie sich die ganze Zeit zu einer Gossensprache bedienen. Also wenn sie die ganze Zeit so Wörter benutzen wie krass, mega, geil, scheiße, swag. Das habe ich jetzt noch nie benutzt, aber vielleicht kommt es ja nachher. Wenn sie sich die ganze Zeit zu einer Gossensprache bedienen, dann ist es wahnsinnig schwer, ihrem Auftritt intellektuellen Gehalt abzugewinnen. Und ich verstehe das, dass die Leute das sagen. Ich würde das auch sagen, wenn ich dumm wäre. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass ich ja gerade versuche, mich mit einem urbanen Sprachbild als coole Person zu tarnen. Also ich versuche ja gerade krampfhaft 10 Minuten lang so zu wirken, als wäre ich nicht eigentlich diese komplett neurotische Nudel, die jeden Moment weinend zusammenbrechen könnte. Swag. Und deswegen vielen Dank, dass Sie das verstehen. Falls die Presse da ist, es ist ein Text konzipiert fürs Feuilleton.
Auch ein Wort, wo sich die Leute oftmals einfach nicht genügend Zeit nehmen, um es richtig auszusprechen. Aber im Feuilleton ist es so, dass derjenige, der fürs Feuilleton schreibt, der ist oft so verkopft, dass er gar nicht merkt, oh, ist das gerade ein Gefühl oder habe ich Hunger? Und deswegen wird das Sprachbild auch zunehmend kulinarischer. Und dann fange ich jetzt mal an, dann höre ich wieder auf. Ja, ich habe sowohl positive als auch negative Elemente mit einbezogen, einfach damit sie das Gefühl haben, ich sei unparteiisch. Entschuldigung, es war mein echtes Lachen. Deswegen lache ich so selten. Es ist auf Schriftdeutsch, also hier in Deutschland nennen sie das einfach Deutsch, aber in der Schweiz nennen wir das Schriftdeutsch, das ist einfach so zum Zeigen, so, hey, ich kann auch schreiben. Und wenn Sie sich fragen, was ist es für ein Akzent, es ist Areal. Gestern war ich in München und ich habe Windings gelesen. Das hat niemand verstanden. Dreieck, Blumenkohl, Katze auf einem Fahrrad. Jetzt haben Sie gerade kurz nicht dran gedacht, dass Sie sterben, ne? Schön, ich habe mir Sie tot vorgestellt. Entschuldigung, ich wollte nur schnell schmecken wie mein Finger. Aber ist nicht so gut. Schmeckt ein bisschen nach Felix. Das ist voll gemein, dass ich ihn jetzt da disse, weil er kann sich gar nicht wehren. Also fang an. Dann höre ich wieder auf, ne? So funktioniert ja das Leben. Mit einem Augenzwinkern massiert Haselbrugger beim Poetry Slam im geschickt als Stadtpark getarnten Stadion das Publikum mit ihrem Knowledge und epiliert die sozialen Verhältnisse östlich und westlich des mittleren Schwarzwaldes. Doch Brugger weiß auch, unter der Gürtellinie zu begeistern. Entschuldigung, das steht da. Vor heute. Nein, das steht da nicht. Ich meine, vor heute setzte sie in der patriarchalisch geprägten Hobby-Poesie-Szene Maßstäbe eines neuen femininen Selbstbewusstseins. Okay, gay. Nicht auf den Mund gefallen, nimmt sie kein Blatt vor den Mund und kredenzt dem gefesselten Zuhörer. Der sitzt übrigens ganz dort hinten. Eine heitere Soiree zwischen jugendlichem Leichtsinn und kluger Polemik. Okay, habe ich jetzt nicht ganz so viel verstanden, um ehrlich zu sein. Kommen wir zum negativen Teil. Statisch wie eine ungekochte Fertiglasagneplatte scheitert Brugger an ihrem selbstgewählten niedrigen Anspruch. Schade. Was vielversprechend begann, verkocht zu einem narzisstischen Dreiecksbrei der Belanglosigkeit. Hier werden keine cremigen Inhalte in filigranen Hüllen serviert, sondern kruder Fraß lieblos aufgewärmt und sich selbst hemmungslos abgefeiert. Anders als die Künstlerin besticht das Publikum durch geschmackvolles Gutieren selbst peinlichste Einlassungen. Ansprechend gekleidet schmiegt sich die Hörerschaft anmutig in ihre Sitze / ihren Dreck und bringt Farbe in die karge Hamburger Kulturlandschaft. Bravo. Haselbrugger, meine Damen und Herren.